Hallo, ich mache heute die 3-Minute-Make-up-Challenge. Ich habe vor Ewigkeiten mal die 5-Minute-Make-up-Challenge gemacht und jetzt machen wir das Ganze in 3 Minuten. Ich werde also versuchen, ein komplettes Make-up zu schminken in 3 Minuten. Ich bin vor allem wegen meinen Augenbrauen sehr gespannt, wie das hinhauen wird, denn die sind ja so eine Sache für sich und das ist ja nicht so leicht bei mir und deswegen, ja, mal gucken, ob ich danach überhaupt halbwegs akzeptabel aussehe. Ich habe mir jetzt hier drüben einen Timer hingerichtet, also wenn ich darüber gucke, dann wisst ihr warum. Der wird sehr schön laut klingeln, wenn die 3 Minuten vorbei sind und ich habe Angst. Ich sage euch jetzt schon, dass ich mit der neuen Foundation von MAC anfange, nur damit ich das jetzt nicht sagen muss, weil ich glaube nicht, dass ich so viel Zeit haben werde. Ich hätte gerade fast angefangen, ohne meine Haare aus dem Weg zu räumen. Das wäre furchtbar gewesen, okay. Da wir das jetzt aus dem Weg geräumt haben, würde ich mal sagen, ich fange an. Okay, los geht's. Foundation, also gut. Das wird jetzt, glaube ich, echt problematisch. Ich habe mega Angst, dass 3 Minuten noch weniger sind, wie es sich anhört. Und ich glaube, es ist weniger, als es sich anhört. Und da draußen sind so viele laute Autos. Ich weiß nicht, ich kann das nie so gut filtern, weil ich direkt neben einer Straße mein Zimmer habe. Und das ist immer ein bisschen doof. Oh Gott, ey. Ich brauche für Foundation immer so lange. Vor allen Dingen sieht es dann von Namen meistens richtig hässlich aus. Oh Gott. Ich habe schon gehofft, dass ich Concealer irgendwie skippen kann, aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich habe das Gefühl, ich hätte es so wie viele Leute machen sollen und einfach so eine BB-Cream oder sowas nehmen. Okay, ich bin nicht begeistert von meinem Foundation-Auftrag gerade, aber gut, ich nehme jetzt mal Concealer, den ich fast nicht gefunden hätte gerade. Wow. Concealer, 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 Concealer. Ich nehme den jetzt gleichzeitig noch als Primer, weil, nö, keine Zeit. Okay, wow. Was? Ich habe nur, oh Gott, ich habe nicht mal mehr 2 Minuten. Okay. Ich sehe jetzt schon, dass das eine Katastrophe wird, Leute. Ich habe richtig Paranoia. Okay, Puder darf nicht fehlen. Vor allen Dingen nicht hier. Da ich sonst gleich aussehe wie ein Idiot. Okay. Dum, dum, dum. Ich habe echt kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Das war viel zu viel, Bruder. Egal, egal. Gar kein Problem. Ich habe das überall auf meinem Mund jetzt drauf. Okay, ich habe Foundation in den Haaren. Ich nehme jetzt einfach irgendeinen Lidschatten und einen Pinsel. Wow, ich bin voll gestresst. Okay, los geht's. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Ich habe nur noch eine Minute. Ist nicht wahr, oder? Gott. Ich nehme gleich jetzt Mascara, sonst vergesse ich das nämlich. Dim, dim, dim. Ja, ich singe mit. Gott. Das ist ja grausam. Okay, Augenbrauen. Ich brauche mein Augenbrauenpuder, das ich nicht hier habe. Ach du Scheiße, ich habe das vergessen. Okay, ich nehme jetzt irgendeinen Lidschatten. Oh mein Gott. Nein. Oh nein. Okay, ich nehme jetzt irgendwas für die Lippen kurz, damit ich das auch schon habe. Zehn Sekunden. Okay, ich brauche Bronzer. Schnell, ich kriege ihn nicht auf. Oh Gott. Oh Gott. Alles ist in meinen Haaren. Leute. Ich mache mal meine Haare auf, dann sieht es wenigstens ein bisschen besser aus. Was habe ich denn in meine Haare geschmiert alles? Ich habe extra meine Haare versucht wegzumachen, aber ich hatte nichts anderes hier. So sehe ich jetzt aus. Irgendwie sehe ich jetzt genauso aus wie vorher. Kommt nur mir so vor. Ich dachte mir echt so, ja, mach dir keinen Stress. Irgendwie wird das schon hinhauen. Aber irgendwie fühle ich mich so unfertig. Im Grunde habe ich das meiste ja geschafft. Es sieht halt irgendwie nur nicht so besonders überzeugend aus. Aber ich habe keine Foundation übersprungen. Ich verstehe aber, warum so viele die Foundation überspringen, denn es dauert echt lange. Ihr kriegt jetzt mal ein wunderschönes Close-up von meinem Gesicht. Also das hier ist immer noch da, aber das ist nicht so schlimm. Ja, ich sehe ein bisschen aus, als hätte ich meine Augen einfach ausgelassen. So ein bisschen sehen meine Wimpern auch unangetastet aus. Aber ja, alles in allem ist das okay, oder? Also ich glaube, wenn ich die Foundation ein bisschen ausgelassen hätte oder so, dann hätte das noch ein bisschen besser funktioniert, aber
Naja, so ist es jetzt. Ich finde es gar nicht so schlimm. Ich verlinke euch jetzt hier meine letzten beiden Videos. Ihr könnt auch gerne vorbeischauen. Ich hoffe, ihr hattet so ein bisschen Spaß mit mir heute. Ich glaube, so gut wie jeder hat diese Challenge schon gemacht. Wenn ihr sie noch nicht gemacht habt, bitte fühlt euch getaggt von mir. Es ist echt ganz lustig und nervenaufreibend. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns auf jeden Fall schneller wieder als dieses Mal, weil ich zwischendurch krank war. Tut mir leid. Aber wir sehen uns auf jeden Fall sehr bald wieder. Und ja, ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss!